Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zurück zu einem neuen technischen Beauty-Produkt für Männer. Und zwar geht es um den Philips Rasierer, und zwar der S5000er Reihe. Wie es zu meinem Vorschlinger sich so schlägt, beziehungsweise was im Packungsinhalt drinnen ist, fährt sie nach dem Intro. Also viel Spaß! Der Philips S5000er Rasierer kommt in einer sehr typischen Philips-Verpackung an, die optisch, finde ich, sehr gelungen ist. Ein gelungenes Design definitiv, denn es haltet sich in bunten Grenzen und nicht schwarz-weiß wie bei manchen anderen Herstellern. Während wir jetzt das Produkt gemeinsam auspacken, werde ich natürlich etwas von den Spezifikationen und Fakten des Rasierers euch erzählen. Also, der Philips Rasierer wirbt mit einer 5000er Modell mit einem eigenen Skin IQ Technologie, die es verhindern soll, dass ihr euch hineinschneidet. Mit 90.000 Schneidevorgängen pro Minute verspricht der Philips Rasierer eine glatte Rasur. Er besitzt 45 Hochleistungsklingen, die sich angeblich selbst schleifen sollen. Auch schon mal gespannt. Die Klingen wurden in Europa hergestellt. Der Philips Rasierer ist ein Nass- und Trockenrasierer und kann so in der Morgenroutine als Trockenrasierer genauso wie unter der Dusche als Nassrasierer benutzt oder eingebaut werden. Der Rasierer, würde ich persönlich jetzt sagen, ist ein 2-in-1 Gerät, denn man hat auch noch einen Koteletten- oder Konturschneider mit integriert und braucht dazu nicht noch ein neues Gerät. Der Akku hat 60 Minuten Laufleistung und kann auch gleichzeitig in 60 Minuten, sprich eine Stunde, vollgeladen werden, dass er wieder 60 Minuten lang funktionieren würde. Und sollte ihr es mal schnell gehen und habt vergessen, den Akku zum Laden, ist es so, dass ihr 5 Minuten laden könnt und somit eine ganze glatte Rasur damit bekommt. Die Reinigung ist auch mega easy, denn einfach den Rasierer öffnen, quasi die vordere Klappe mit dem Schneidewerkzeug öffnen, einfach mal unter das Wasser halten und schon ist das Ganze quasi wieder gereinigt. Dazu gibt es natürlich noch die kleine Bürste, die ich euch jetzt eben in dem Video schon mal gezeigt habe, für die, sag ich jetzt einmal, kleinen Details noch etwas hinauszubekommen von den ganzen Stoppeln. Und natürlich hat er auch eine LED-Anzeige, mit der, wo man halt eben sieht, dass es ein Akkustand anzeigt, und somit kann man schon mal wissen, sollte man jetzt demnächst wieder laden oder halt eben nicht. Das hat natürlich mein Vorgänger von der 3000er Reihe leider nicht gehabt, sondern wenn er aus war, war er aus. Aber natürlich, eines muss ich noch dazu sagen, der 3000er Rasierer hat zumindest funktioniert, während es gleichzeitig geladen hat. Das funktioniert bei dem leider nicht. Also entweder er ist leer und ihr müsst ihn laden, oder ihr könnt ihn quasi benutzen, aber gleichzeitig laden und benutzen ist nicht möglich. Der 360 Grad Scherkopf passt natürlich euren Kinn bzw. eure Stellen im Gesicht sehr, sehr, sehr gut an. Das kann ich nur bezeugen bzw. auch euch ans Herz legen. Im Lieferumfang, habt ihr eben schon im Video gesehen, gibt es natürlich ein Reiseetui für die Reiselustigen unter euch. Dann natürlich noch dieses kleine Bürstchen, weil wirklich eine Bürste ist es ja nicht. Dann natürlich noch der Rasierer und vor allem das Ladekabel, weil ohne dem ist natürlich schnell Ende im Gelände. Aber jetzt genug mit dem Geschwafel, würde ich sagen, und ich zeige jetzt einmal, wie es sich so bei mir schlägt, ob er das fürs erste Mal wirklich gut wegnimmt oder halt auch nicht. Also wir haben hier eben den Philips Rasierer, was ich vorhin euch eben im Video gezeigt habe, den 5000er Reihe mit dem Konturschneider natürlich. Das ist quasi mein Vorgänger, der 3000er Reihe. Optisch natürlich etwas Unterschied, der Vorgänger hatte vor allem keine Zusatzfunktion von den Konturschneidungen, aber destotrotz sehen sie sich natürlich verwechselnd ähnlich, weil die Technologie eigentlich die gleiche ist, ja, mit diesen drei Scherköpfen. Qualitätsmäßig muss ich dazu sagen, fühlt sich der alte ein bisschen besser an. Ich sage immer der alte, weil es eben mein Vorgänger war, fühlt sich natürlich ein bisschen hochwertiger an, aber nur bei dem Schneidekopf. Der neue von der 5000er Reihe fühlt sich untenrum wieder sehr stabil an, ist aber beim Schneidekopf, finde ich, ein bisschen qualitativ schlechter als der Vorgänger. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ob der, wie schon gesagt, ein sozusagen 4 Tage Bad, ein paar Stoppeln wegkriegt oder halt eben nicht. Und einfach ganz normal drüber gehen. Also er tut auf alle Fälle mal das, was er soll, zumindest hört er sich jetzt mal so an. Und dann schauen wir sich dann nochmal das Ergebnis an. Er hört sich auf alle Fälle leiser an als der vorige. So,
Also das Ganze hat vielleicht jetzt 3-4 Minuten gedauert und jetzt zeige ich euch natürlich das Ergebnis bei mir. Ihr seht es schon, auf der Seite ist eigentlich alles abrasiert, so gut es halt gegangen ist. Also ich finde da jetzt da vom Füllen her nicht so wirklich irgendwelche noch zusätzlichen Stoppeln. Also es ist relativ gut gegangen. Wie schon gesagt, ich habe jetzt so einen 3-4 Tage Bart und auf der anderen Seite ist natürlich noch alles stoppelig, so wie es halt eben davor ist, damit ihr eben diesen Unterschied seht. Ja, er tut wirklich, wirklich, wirklich seine Arbeit gut. Ich spüre jetzt auch nicht, dass es irgendwie brennt oder so. Und ich glaube, man sieht auch jetzt dann nicht, dass sich da irgendein Ausschlag gebildet hat oder sonst was. Also ich finde das relativ sopp. Und werde es natürlich jetzt einmal zu Ende rasieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Also vom Ergebnis her muss ich sagen, er tut auch wirklich das, was es soll. Es gefällt mir. Auch die Handhabung her ist natürlich ganz, ganz easy. Hört sich ein bisschen an, als würde er weniger Power brauchen als der alte vom Geräuschpegel jetzt her. Ich zeige euch das nochmal ein bisschen näher und zwar ist das eben der neue. Und das der alte. Also ihr hört schon ein bisschen einen Unterschied. Wie seht ihr, der alte ein bisschen mehr Leistung, aber nichtsdestotrotz hat er wirklich gut funktioniert. Es sind so im Groben, sage ich jetzt einmal, wie schon gesagt, fast alle jetzt da weg von den Haaren. Also top, top, top. Genau, ich werde das natürlich jetzt weiterhin testen. Das ist quasi mein erster, beziehungsweise jetzt sogar schon mein zweiter Versuch, weil ich blende euch jetzt nochmal kurz ein. Ich hatte das schon mal versucht, genau den gleichen. Aber da waren die Haare ein bisschen zu lang, die konnte er nicht so wirklich wegnehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich warte noch einmal, versuche es gleich noch einmal. Zweite Chance, wir sind einfach komplett fair gegenüber dem Vorgänger, beziehungsweise gegenüber anderen. Und werde das natürlich jetzt weiter jeden zweiten, dritten Tag testen. Wenn ihr natürlich ein Fazit nach ein paar Wochen haben wollt oder nach ein paar Monaten, sage ich euch natürlich Bescheid, schreibt es unten in die Kommentare, damit ich dann weiß, ich mache jetzt dann ein neues Video für euch, sage euch dann quasi, was so meine Vor- und Nachteile sind. Und definitiv ein Vorteil noch vorhinweg, dadurch die Haare immer in dem Gerät dann drinnen sind, ist es definitiv besser als manche andere, weil es landet hier quasi gar kein Schmutz oder etc. Es landet alles in den Behälter, den man dann gut auswaschen kann, also das heißt, ihr könnt selbst desto trotz, klingt jetzt zwar echt bescheuert, aber ihr könnt es rasieren, währenddessen in der Wohnung herumlaufen. Es wird kein Schmutz runterfallen, sondern alles landet hier drinnen. Und jetzt werden wir das Ganze noch einmal reinigen und das zeige ich euch natürlich, wie leicht das jetzt nochmal funktioniert. Also in Sachen Reinigung ist das natürlich auch, wie schon gesagt, eher ein Kinderspiel. Wir haben da unten diesen Knopf, den drücken wir mal, dann klappt das Ganze eh schon auf. Jetzt könntet ihr quasi diesen Deckel oben einfach runterziehen, bisschen ausklopfen, hier vielleicht noch. Seht schon, die ganzen Haare landen hier drinnen. Jetzt drehen wir einfach mal ein lauwarmes Wasser auf. So können wir das Ganze gleich unten genau wegwaschen. Wir haben ja eben hier einen Nass- und Trockenrasierer, somit macht das Wasser dem Rasierer überhaupt nichts. Wir haben das Ganze ausgespült. Sollte hier noch einmal Schmutz drinnen sein, für das ist ja der kleine Pinsel da, dass ihr das dann quasi alles hinausgeben könnt. Aber in meinem Fall brauche ich den Pinsel eigentlich nie. Kommt natürlich dann mit dem kleinen Steckverschluss einfach wieder hinein, zugedrückt und das Ganze ist sauber. Natürlich nochmal das Badezimmer ein bisschen oder Waschbecken ein bisschen sauber wischen, damit eure Frau dann nicht daheim noch die Krise kriegt. So, haben wir das erledigt. Also ihr seht schon, das Ganze geht wirklich, wirklich spielend leicht. Ich bin, wie schon gesagt, immer sehr angetan von diesem Philips Rasierer, weil ich habe einmal einen von Braun genommen bzw. ausprobiert. Der lag mir gar nicht, ja, aber es ist natürlich Geschmackssache, manche wollen das lieber, manche wollen das lieber. Ich sage immer ausprobieren, jedem eine Chance geben und das war's wieder. Ja, ich muss sagen, das war's jetzt mit dem kurzen Video, ich habe euch das vorgestellt, mein neuer Rasierer löst den alten Rasierer ab und wenn ihr natürlich mal ein Langzeitreview von mir haben wollt, schreibt es unten in die Kommentare und dann werde ich euch natürlich das auch geben und euch vor allem die Vor- und Nachteile davon aufzeigen, was halt eben für mich persönlich jetzt da betrifft, weil wie schon gesagt, für jeden ist das anderes. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe und würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen hinterlässt. Hat euch das Video nicht gefallen, hinterlässt gleich zwei Daumen, das macht dann auch schon nichts mehr. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Danke fürs Vorbeischauen und ciao.